Hallo und willkommen zu meinem ersten Spiel hier auf der neuen Map. Ich war gespannt. Es war ja echt verspätet und Epic hat sich Zeit gelassen. Ich war so genervt, eigentlich schon am Ende. Aber jetzt ist es soweit. Und ich muss mir unbedingt die Tresore angucken. Da war ich neugierig, weil die Hohe Gesellschaft ist doch weg. Und was sehe ich hier? Leere Tresore. Offen, vor allen Dingen leer. Na, ganz leer sind sie nicht. Okay, hier ist ein bisschen Munition. Verschwindend gering eigentlich und ja, auch ein bisschen Gold. Das kann ich mir einsammeln. Ich habe da zufälligerweise doch gelesen, dass es hier Starthilfeaufträge gibt mit Sammel 100 Waren an genannten Orten. 100, glaube ich, kommen da hier auch direkt raus. Ja, also das hat lange gedauert gestern, das Update, und heute früh war ich dann endlich drinne und konnte dann mal eine Runde spielen und mir das Ganze jetzt angucken. Bin so gespannt gewesen. Lange Warteschlangen und ja, kein Ende. Ihr wisst es selber. Ihr habt es alle selber probiert, denke ich mal. Ich wollte eigentlich Livestreamen, hab denn da immer gestanden, Server reagiert nicht. Na gut, jetzt sehe ich sie aber. Habt ihr es gesehen? Ich auch. Ich habe diese Icarus-Schwingen gefunden. Ja, und ich, weil ich sowieso nur gucken wollte, ich habe hier keine Gesundheit, kein Nichts. Ich renne einfach nur wild durch die Gegend rum. Jetzt habe ich diese Flügel und will die natürlich auch mal ein bisschen ausprobieren. Ja, da müsste man jetzt die Tastenbelegung wissen, zur Bedienung von der Mechanik an den Dingern. Jetzt, okay, so fliegt man also. Ja, sieht cool aus. Alles Gold? Wow. Das fühlt sich auch gut an. Also das Fliegen macht Spaß, muss ich mal sagen. Sag mal, oh, die Flügel, die qualmen mir gerade ab. Die brennen mir gerade weg. Eieieiei, ich bin doch noch gar nicht so nah der Sonne. Die sollen sich mal nicht so haben. Oh, die sehen ja aus. Ah, sie erholen sich gerade die Flügelchen. Okay, sie haben auch eine Anzeige. Jetzt steht da eine 215. Wahrscheinlich, wenn die alle ist, dann ist es das auch gewesen mit dem Fliegen. Dann war es das. Abgesehen davon, dass die abbrennen können. Cool, ich kann hier dann schön Grim Gate erkunden, wo der Höllenhund irgendwo rumschwirrt. Aber es ist keiner zu sehen. Alles ruhig hier. Ein bisschen düster, ne? Hey! Ein Blitz! Der Zeus-Blitz! Der mythische! Wer hat den denn hier vergessen? Findet man den jetzt einfach so im Spiel? Irgendwo? Oh, cool, den muss ich ausprobieren. Den muss ich echt ausprobieren. Oh, da bin ich gespannt, wie der funktioniert. Hallo, was ist das? Ich bin hier durch die Pampa gelaufen und jetzt habe ich auf einmal so kleine Totenköpfe hier, so grüne. Und guck mal, meine Füße! Die sind grün. Bin ich jetzt irgendwie eingeschränkt in der Mobilität oder was? Ich fühle nichts. Also, fühlt sich irgendwie normal an. Außer, dass diese kleinen drei grünen Dinger da um mich rumfliegen. Na, mal gucken. Oh je. Ich bin dem Tod geweiht, glaube ich. Aber das Fliegen macht Spaß. Das ist toll. Jetzt müsste man nur noch wissen, wie man landet. Also, das ist ja wie ein Storch. Oh, oh, da sind Gegner. Da kann ich den Blitz probieren. Tschakka! Ui, wow. Ja, der macht Schaden. Aber er hat ihn nicht platt gemacht. Ey, er schießt auf mich. Mann. Eigentlich mit dem bisschen Gesundheit und Nullschild. Das kriegt man gar nicht hin. Ach du Jemine. Da fliege ich mal auf das Haus rauf. Ein bisschen Deckung suchen. Ein bisschen verwirren den Gegner. Und auch einschüchtern, das ist ja Taktik. Ne? Dann weiß der, dass ich die Flügel habe und nicht auf den Kopf gefallen bin, obwohl ich keine Ahnung habe, wie ich die richtig bedienen kann. Ich kann auch nicht richtig landen, habe ich gemerkt. Und ja, einen Sturzflug kann ich auch noch nicht machen. Ist ja auch eine Aufgabe. Komm her! Oh! Okay, was? Das war aber einfach. Und der hat die Marke, die Cerberus-Marke, der hat den Höllenhund erledigt. Und auch die Waffe hat er von dem, die Schrotflinte. Wow! Mann, das war ein Glücksgriff. Warum hat denn der sich so einfach killen lassen? Ja, keine Ahnung, ist ja auch egal. Einfach weiter. Ich komme hier an so einem Bunker vorbei. Es soll ja Bunker geben. Jetzt neue Bunker. Und die wurden mir an der Map angezeigt durch so ein Symbol. Da bin ich hingefahren. Und, oh, blaue Truhe. Yeah. Waffenkoffer. Ohne Ende, obwohl ich habe jetzt wirklich gute Waffen. Die würde ich nicht eintauschen. Ja, aber die Waffenbank, da war doch was, da war doch was. Genau. Einmal an die Waffenbank ran ist dann ein so dieser Startauftrag erledigt. Schön, so ganz nebenbei. Ja, und oh, noch eine.
zwei blaue. Das ist natürlich heftig. Und wundern, dass man die mit dem Schlüssel aufmachen muss. Oder hat die schon irgendjemand aufgemacht? Draußen habe ich ja ein paar Sachen gefunden. Hm. Ja, drei. Drei blaue Truhen und eine Menge Gold. Also wenn ich jetzt Zeit hätte, würde ich die alle aufmachen. Aber der Sturm. Ich bin leider so ein bisschen im Druck hier. Oh, ich bin ganz gespannt, da diese Medaille, was die bringt. Also wie man die nutzt. Ja, ich habe keine Ahnung. Das war, glaube ich, die Mobilitäts... Also, ja, irgendwie ist man dann schneller. Springt man dann oder sowas? Ich habe immer noch diese drei Totenköpfe dran. Da ist einer rumgelaufen. Ja, was ist das? Das bewirkt... Das Medaillon bewirkt was? Ganz genau. Agilität. Reise durch die Geisterwelt. Erhalte im Laufe der Zeit Aufladung für Unterweltsprint. Mhm. Meine Position wird auch wieder auf der Karte angezeigt, ne? Das sind wie die alten Marken der Hohen Gesellschaft. Na gut, okay. Weiter geht's. Das sind ja nur noch vier Gegner jetzt hier. Ich bin übrigens im Ranked, ne? Also im Ranked-Match. Ich habe doch gleich das erste Match als Ranked-Match gespielt. Da, was willst du denn? Hey, kannst du wohl auf, mein Auto zu beschießen? Ich habe gar nichts getan. Ich sitze da ganz friedlich, guck ins Navi. Okay. Jetzt sind noch zwei. Endgame. Finish. Jetzt ist gleich zu Ende. Denkt man. Hm. Ja, von der Nacht auf den Tag. Was für ein schneller Wechsel. Das zieht sich ein bisschen lange hin. Ah, jetzt hat er mich entdeckt. Jetzt hat er auf mich geschossen. Na, jetzt wird er nervös. Au, okay, der trifft aber auch. Der hat eine gute Waffe. Der hat mein Auto ganz schön demoliert. Mit ein paar Schüssen. Oh, warte, jetzt komme ich. Bingo! Der hat auf 6:30 gehangen, glaube ich, ja? Da hat er es mir einfach gemacht. Hat er da keine Metz bei gehabt? Ja, epischer Sieg auf jeden Fall. Was habe ich? Ich habe jetzt meinen ersten Sieg übrigens. Da müsste ich doch ein Schirmchen kriegen. Und ich habe jetzt die Stufe 9. Haha. Mal gucken. Was sagt denn Bronze 2? 10 Rankaufstieg. Bronze 3. 25%. Naja, immerhin. Oh, das ist irgendwie neu da in der Mitte, ne? Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ja, 3 Eliminierungen, ha. Das ist natürlich nicht viel, ne? Und da ist der Schirm. Da ist der Gewinnerschirm. Erster epische Sieg. Juhu, ich freue mich. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.